Wie Yo Olli mit Flirt-Coaching abzockt. Okay. Wir können es uns ja mal Noch reinziehen. Yo Olli, ihr wisst schon, Young Alpha, den krassesten Rapper Deutschlands. Immerhin dürft ihr eine Sache nicht vergessen. Seitdem Young Alpha sein erstes Album veröffentlicht hat, ist von Kollega gar nichts mehr gekommen. Ich denke mal, die Geschichte von Young Alpha muss ich euch halt nicht mehr erklären. Der Typ hat hier halt früher Kissing-Pranks und sowas hochgeladen mit Minderjährigen, wo er den auch an den Hintern gegrapscht hat. Er wurde dann irgendwann von YouTube auch für diese Pranks gesperrt. Hat angefangen auf Snapchat aktiv zu sein, ist dann ja, wegen seiner ganzen Sexgeschichten mit Minderjährigen auch in Untersuchungshaft gelandet, weil er wohl mit einer 13-Jährigen geschlafen hat. Als er dann wieder rausgekommen ist, hat er jetzt angefangen als Young Alpha ein wenig Musik zu machen. Das Ganze sogar relativ Schwierig. Erfolgreich, ein paar Tracks von ihm haben sogar über Alter, 1 Million Streams. Alter, 3 Millionen Streams, guter Tag, weil das halt in jeder Playlist war. Um ein bisschen abzuchoken. Natürlich reicht das einem erfolgreichen Geschäftsmann heutzutage nicht mehr und so hat er die JA Academy aufgemacht. Eine Internetseite, bei der man 6 Coaching-Pakete kaufen konnte, denn diese Seite ist gar nicht mehr online. Allerdings habe ich hier einfach mal den Selbsttest gemacht und mir 2-mal das Coaching-Paket 1 geholt, um zu schauen, inwiefern sich das Ganze unterscheidet. Spoiler, nicht wirklich stark. Auf jeden Fall soll man hier lernen, wie man erfolgreich mit Frauen flirtet. Willkommen bei der JA Academy. Er sagt JA Academy. Grundefahrt JA Academy. Academy gesagt. Also seit wann ist denn das bitte in JA? Bro, ich hoffe, du wirst dafür hops genommen. Warum schreibt denn das hier niemand? Warum hat ihn hier niemand korrigiert? Finde ich traurig. Ich biete Ihnen hier meine Coaching-Dienstleistung an. Sei es ein individuelles Coaching und... Aber was ist denn generell mit Kuhn TV los? Also manchmal habe ich das Gefühl, der will mich komplett verarschen. Ey, der nimmt ja wirklich bei Yo Olli, der unterstützt den ja wirklich. Mittlerweile. Der unterstützt ihn ja. Der macht so ein Video zu Olli, wo er sagt, dass auch die Hälfte des Albums cringe ist. Aber indirekt ist es auch wie Werbung. Und jetzt gibt er denen hier Geld für das erste Paket. Der will mich da komplett verarschen. Zu lernen, wie man erfolgreich mit seinem Schwarm in Kontakt kommt oder wie man erfolgreich in Social Media gut ankommt. Lass uns doch mal kurz drüber reden. Also ein Yo Olli, die wahrscheinlich meistgehasste Person im Internet, möchte uns mit diesem Coaching zeigen, wie man auf Social Media erfolgreich und beliebt wird. Okay, Digga. Für all das biete ich hier meine Coaching-Dienstleistungen gleich unter mir aufgelistet an. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich noch heute von meinen Coaching-Kenntnissen überzeugen. Da sind mehr Rechtschreibfehler drin als in meinen Texten, aber okay, dann gucken wir uns doch einfach mal die 6 Pakete an, die man sich auf der Seite kaufen konnte. Coaching-Paket 1 zeigt uns, wie man Frauen auf der Straße ansprechen kann. Und das Ganze für gerade mal 100 Euro. Dafür... Wo kommt denn der immer an die Frauen ran? So, das frage ich mich. Bezahlt er die oder was ist da los? Also mittlerweile weiß doch jeder, wer Yo Olli ist, als ob das so eine Frau sagt, ey, yo, da mach ich auf jeden Fall mit. Bekommt man noch innerhalb von einem Monat auch 3 ganze exklusive Videos, die auf einen selber zugeschnitten sind, zugesendet. Schon hier wurde ich ehrlich gesagt so ein bisschen stutzig, denn ich habe mich, wie gesagt, einfach mal mit 2 Accounts auf der Seite angemeldet und nirgendwo musste man irgendwelche Geld. Daten von sich eingeben, also nicht, wie alt man ist. Was man genau damit erreichen möchte, wie man bei Frauen generell ankommt, wie man aussieht oder sonst irgendwas. Also, wie willst du denn individuell auf eine Person eingehen, wenn du gar nicht mal weißt, was die Person überhaupt so macht oder wer das überhaupt ist? Also habe ich mir, wie gesagt, 2 Fake-Accounts erstellt. Das habe ich auch schon 5-mal erzählt. Ich habe übrigens Fake-Accounts gemacht. Einmal den 12-jährigen Lukas, der noch nie eine Freundin hatte, aber relativ hübsch und beliebt ist. Und als den 16-jährigen Matthias aus Recklinghausen. Eine Freundin, zurückhaltend, hat mal von einem Mädel Cola ins Gesicht geschüttet bekommen, ist halt nicht der Hübscheste. Gucken wir doch einfach mal an, was er Lukas im ersten Video so geraten hat. Yo, mein lieber Lukas, erstmal danke fürs Erwerben meines Coachings. Wir werden zusammen sehr viel erreichen, auch mehr als du vielleicht gedacht hast, was du erreichen kannst. Okay, das ist ziemlich lustig, denn bei Matthias hast du am Anfang von dem Coaching halt genau das Gleiche gesagt. Yo, mein lieber Matthias, ich grüße dich. Danke erstmal für den Erwerb von dem Coaching. Ich will dir auf alle Fälle helfen und wir werden auch viel zusammen erreichen. Du wirst Sachen erreichen, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass du die kannst. Aber gucken wir einfach mal weiter. Was rät uns denn der gute alte Young Alpha jetzt so? Das Wichtigste erstmal für das Ansprechen von fremden Frauen auf der Straße oder fremden Mädchen ist, dass du selbst an dich glaubst. Du brauchst Selbstbewusstsein, sprich am besten. Vor allem, wer macht denn ein Coaching, wo man die Kamera direkt in die Fresse hält, anstatt man das einfach auf dem Stativ nimmt, das Ganze ein bisschen professioneller macht. Schön, dass er einfach so die Kamera hält. Junge, schwierig. So Mädchen, Frauen auf deinem Niveau an. Boah, krass, Digga, das hat gerade wirklich meine Welt verändert. Vor allem, was hast du im Coaching-Video von Matthias gesagt? Das Wichtigste beim Ansprechen ist, sage ich dir jetzt ganz persönlich unter uns, ist einfach Selbstbewusstsein und dass du dich das traust. You don't say! So unter uns.
Digga, das hast du doch zu jedem gesagt, oder nicht? Er geht mit mir halt genauso um wie mit den Frauen. Ich will aber auch erstmal sozusagen ein kleines Profil von dir haben für mich selber. Ich will wissen, wie alt bist du, woher kommst du, wie siehst du aus, was machst du so, wie viel Erfahrung hast du mit Mädchen oder Frauen? Jetzt soll ich Ihnen per E-Mail diese ganzen Informationen senden, aber während... Wie viel Erfahrung hast du mit Mädchen oder Frauen? Ist wie gesagt nicht klug gewesen, sowas mal vorher zu machen. Ich meine, ich zahle für dieses Coaching, also für 3 Videos, 100 Euro. Und im ersten Video kannst du einfach faktisch gesehen nicht auf mich eingehen. Das heißt, ich werfe quasi 33,33 Euro das Klo runter, bis du dich überhaupt im Ansatz mit mir beschäftigen kannst. Das ist meiner Meinung nach schon relativ dreist. Individuelles Coaching. Genau die gleichen Infos wollt ihr natürlich auch im anderen das Video, stimmt. Aber das erspare ich euch einfach mal. Direkt die erste Aufgabe, nachdem du das Video heute siehst oder wenn du es heute Abend siehst, dann geh direkt morgen raus und rede mal, wenn es auch nur ganz kurz ist, mit einem Mädchen. Ja, Leute, geil, Alter. 100 Euro ausgegeben, damit mir Young Alpha, der Echte, sagt, dass ich rausgehen soll und einfach mal Frauen ansprechen. Warum genau habe ich jetzt dafür Geld ausgegeben? Was Matthias wohl jetzt für eine Aufgabe bekommt? Geh sofort heute noch. Alter, wirklich, was sind das für unglaublich wahnsinnig gute Tipps? Warum habe ich mir das große Paket noch nicht gekauft? Aber ich sag mal so, wer kauft denn dort auch seriös ein Paket bei Jo Olli, als ob der einen Tipp mitgeben kann? Also das sind so diese, das ist wie mit diesen Motivationscoaches, die einfach sagen, die einfach solche Kalendersprüche droppen, ne? Glaub an dich selbst und du wirst alles schaffen. Finde deine innere Ruhe. Irgend so ein Scheiß, wirklich, da kriege ich Aggression bei so einer Scheiße. Mach raus und sprich die erste Frau oder das erste Mädchen an, je nach deinem Alter. Wir werden ja noch genauer auf dich eingehen. Wow, das ist ja zufällig genau das Gleiche. Mensch, da haben die beiden aber auch wirklich Pech, dass sie das Gleiche zugesendet bekommen haben. Die meisten Männer oder Jungs haben einfach Angst davor. Und das basiert eigentlich auf der Angst davor, einen Korb zu bekommen. Die meisten haben halt so eine innere Angst. Und die basiert einfach darauf, weil man halt yo, denkt, dass dude. Man einen Korb kriegt, oder? Es ist halt wirklich einfach 1:1 das Gleiche. Und dafür habe ich, wie gesagt, einfach 100 Euro bezahlt. Man muss ja einfach mal überlegen. Der Typ hat sich gefilmt, hat aufgehört, ist zur nächsten Wand gelaufen, hat sich wieder gefilmt, hat das Gleiche gesagt und hat das abgeschickt. Warum sagst du da nicht einfach, dass man 4 Videos bekommt und das erste ist so ein Standardvideo, was einfach jeder erhält, weil der Inhalt sowieso der gleiche ist? Hätte dich sowas umgebracht? Nein. Wie gesagt, es kommt alles schrittweise. Am Anfang muss es noch kein großes Gespräch sein. Es kann nur ganz kurz sein. Können nur 1-2 Sätze sein, fertig. Hier sagt er halt auch wieder 1:1 das Gleiche. Ja, nur ein gutes... Ja, der Typ sieht halt auch einfach aus wie ein Fisch, ne? Also mir fällt das jedes Mal auf, dass Jo Olli wirklich aussieht wie ein Fisch. Gespräch, blablabla. 100 Euro. Mehr ist in diesem Video wirklich nicht vorhanden. Er sagt, dass man ihm ein paar Infos geben soll, dass man Frauen ansprechen muss, dass er ein Selbstbewusstsein sein soll und dass ein kurzes Gespräch reicht. Dass man Selbstbewusstsein sein soll. Und er gibt noch ein paar Tipps. Ja, sag einfach, dass du zur Apotheke gehst, Medizin für deine Mutter holen. Das Ganze streckt er dann noch richtig schlecht auf 2 Minuten 30, damit das nicht zu kurz ist und das war's. Das ist halt das erste Video, was man dazu geschickt bekommt. Vor allem ist die Qualität bei Matthias auch mega geil. Video geschaut hast, sorry wegen des Windes. Jo, Jungs, ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung so. Ist ja nicht so, dass ich dafür voll viel Geld bekomme. Boah, ist voll angenehm, Alter. Hallo, ich bin KuchenTV. Aber gut, ich muss auch sagen, das Video einfach auch in dem Hotelzimmer aufzunehmen oder irgendwo, wo es überdacht ist, wäre auch wirklich zu viel Arbeit. Da kann ich ihn schon verstehen. Ich meine, er packt ja schon sein ultra krasses Handy raus. Was soll er denn noch alles machen? Die zweiten Videos sind natürlich jetzt doch unterschiedlich. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich ihm ja komplett andere Stories gegeben habe. Die habe ich euch am Anfang ja schon eingeblendet. Simply Silly, hi! Was redet er denn jetzt den 12-jährigen Lukas? Hi Lukas, also mit 12, so ein Alter berate ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, was die Mädchen in deinem Alter da für Erwartungen haben. Also, das ist ja wohl eine glatte Lüge. Also, das ist doch genau dein Alter. Das wissen wir doch beide, oder? Weiß auch nicht, was die Mädchen in deinem Alter da für Erwartungen haben. Die viele machen da wahrscheinlich noch gar nichts irgendwie. In so eine Richtung wie mit Beziehung oder so. Du könntest es bei etwas Älteren versuchen. Okay, sein Tipp ist jetzt also, dass ich mich an ältere Weiber ranmachen soll, weil die Weiber in meinem Alter wahrscheinlich noch nichts machen. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass wahrscheinlich jedes 15-jährige Mädchen davon träumt, Sex mit einem 12-jährigen Kind zu haben, ist Sex mit 12 halt einfach gar nicht erlaubt, nur mal so nebenbei. Gut, ich meine, dass du das nicht wusstest, das wusste ich schon. Versuchen, das klingt ja alles schon mal gut. Ich würde es aber jetzt nicht bei so jungen Mädchen irgendwie versuchen, selbst wenn du erst in dem Alter bist, also generell, wenn, dann würde ich vielleicht im Freundeskreis gucken oder wenn ihr euch mal mit der
ein, zwei Klassenstufen über euch trefft oder zusammen chillt, dann würde ich da mal mit denen ein bisschen reden. Es ist halt einfach nochmal genau der gleiche Tipp, nur mit anderen Worten. Treff dich mit Älteren und treff dich mit Älteren. Danke, Mann. Das waren die 100 Euro ja direkt fünfmal wert. Ich stell mich gleich wieder an. Dann fragt ihr doch mal, ob die sich einfach nach der Schule treffen wollen. Ob die Mama zusammen mit dir was machen wollen. Und dann kannst du ein paar Sachen vorschlagen. Zum Beispiel, dass ihr spazieren geht im Center oder sowas. Oder oh, dass ihr zusammen Eis essen geht. Oder dass ihr mal zusammen ins Kino geht. Oh, danke. Du nennst einfach die normalen Unternehmungen, die wirklich jeder im Kopf hat, wenn man irgendwie fragt, ob man was machen möchte. Oh, darauf wäre ich... Danke für den Follow. Ey, ich muss wirklich sagen, es ist halt wirklich... Da kannst du auch Bodo Schäfer anhören. Kannst du auch den anhören und sagen, Alter, der hat mich weitergebracht. Ich bin nie gekommen ins Kino. Oh, es lag mir auf der Zunge, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Danke sehr. Den Rest von diesem Video hat er mir halt in Teil 2 geschickt, weil er unterbrochen worden ist. Also es wäre ja auch zu viel Arbeit gewesen, diese 90 Sekunden jetzt nochmal aufzunehmen. In den 30 Sekunden sagt er aber auch nichts Neues, sondern wiederholt einfach nur nochmal das, was er im ersten Video gesagt hat. Also nochmal zusammengefasst, der Inhalt von dem zweiten Video, wofür ich jetzt umgerechnet 33,33 Euro ausgegeben habe. Treff dich mit Eltern. Hat, guck mal, einen blauen Fleck im Gesicht. Ja, ne, also mir kommt das hier auch so vor, als wäre das hier so gelb, so. Ist das hier einen blauen Fleck? So, der ist schon mittlerweile gelb. So kommt mir das vor. Oder er hat Gelbsucht, das kann auch sein. Das wäre natürlich alles beides nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Er hatte eine Zahn-OP. Ja, stimmt, er hatte ja eine Zahn-OP. Okay, na ja, gut. Älteren. Stimmt, Baku weiß Bescheid. Treff dich mit ihr alleine und geh in den Park oder ins Zoo und Eis essen ins Kino. Danke, Mann. Einfach danke. Ich meine, jetzt mal Real Talk. Das ist halt dreist. Also, das ist halt Real Talk einfach dreist. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich meine, dass Jo Olli jetzt kein ultra krasses Coaching bringt, wo er sich mit dir trifft und alles an so eine krasse Tafel schreibt, das war mir schon vorher klar. Aber was er da zusammengestellt hat für, wie gesagt, 100 Euro, ist halt wirklich mehr als Abzocke. Das Matthias Coaching hat er sogar genau an der gleichen Location direkt aufgenommen. Und naja, das geht auch nur 1 Minute 40 oder so. Aber was will man für 33 Euro auch heutzutage erwarten? Ich meine, Inflation und so weiter. Das sind auch nur 66 D-Mark, Leute. Am Anfang geht es erstmal um die Sache, wo ich ihm geschrieben habe, dass mir ein Mädel mal Cola ins Gesicht geschüttet hat. Diese eine Sache da mit der Cola, das kannst du vergessen. Das war einfach Pech. Das passiert vielleicht einmal von 300 Mal oder so. Und ich denke, die nächsten Male wird das nicht mehr passieren. Also vielleicht in deinem ganzen Leben nicht mehr, schätze ich eigentlich. Er bezieht sich halt wirklich die ersten 30 Sekunden einfach nur darauf. Das heißt, ein Drittel des gesamten Videos geht einfach dafür drauf, dass er mir sagt, jo, das war Pech, das passiert nicht nochmal. 30 Sekunden. Ich habe jetzt 100 Euro dafür bezahlt, dass der Typ mir sagt, ey, das mit der Cola war nur Pech, das passiert nicht nochmal. Und wenn du sagst, du bist nicht der Hübscheste. Das ist halt auch ein absolut wilder Tipp. Ja, das in der Cola, das passiert nicht nochmal. Ja, stimmt, ja, klar, genau. Den Tipp, den brauchte ich jetzt dafür. Hey, was ist da los, heute kommt jemand da? Ja, keine Ahnung, ja, ist heute eine entspannte Sache. Bist du dann, schau dir halt erstmal ein paar Mädchen an, die jetzt nicht unbedingt Carsten, ich so denke schon, ja. mega hübsch sind. Ach, scheiße, man soll auf seinem Level Frauen ansprechen. Oh, wie dumm. Und ich habe jetzt schon 10-mal Taylor Swift geschrieben. Ich hoffe, du hast die Aufgabe erledigt. Wenn nicht, dann sprich auf alle Fälle einmal eine an. Ich hoffe, du hast eine Frau angesprochen. Wenn nicht, dann mach es jetzt nochmal. Die unglaublichen Tipps von Jo Olli, meine Freunde. Am Ende wiederholt er sich auch hier nochmal. Das heißt, also das ist ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, er hat sich ja wirklich keinen Gedanken gemacht. Also der hat sich nicht mal was aufgeschrieben. Der redet einfach Freestyle. Nur so einen kleinen Tipp redet er rein. So, was einem nicht weiterhilft. So, was eh jeder wusste. Mann. Ich wollte mir eigentlich noch so ein Paket kaufen, aber zum Glück habe ich eine Freundin. Und das war das Coaching-Video Nummer 2. Das sieht jetzt für Außenstehende vielleicht so aus, als ob ich zwischendrin halt voll viel Material weggelassen habe. Aber nein, er bespricht seine Punkte wirklich sehr ausführlich. Und mit ausführlich meine ich, dass er es 10-mal sagt. Und dafür habe ich einfach 2-mal 100 Euro bezahlt. Digga, diese Tipps, die du da raushaust, das gibt mir jeder Kollege, der eigentlich keinen Bock auf mich hat, aber irgendwie in der Diskussion gefangen ist, weil der halt zu mir kommen wollte, weil er sich das neueste Spiel für die PlayStation ausleihen will. Jetzt sagt ihr euch bestimmt, naja, okay, aber im dritten Video wird er dir nochmal mega heftige Tipps geben. Er hat sich vorbereitet, langsam angegriffen und jetzt schnappt er zu. Ja? Könnte man meinen, allerdings habe ich das dritte Video nicht erhalten. Weder mit Lukas noch mit Matthias. Und die Webseite ist auch down und ich habe auch mit beiden Accounts geschrieben, wo das dritte Video denn bleibt und habe auch keine Antwort erhalten.
Oh, schwierig, Abzocke. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Abzocke ist, ne? Aber es ist einfach die Definition von einer Abzocke. Einfach komplett, zu 100%. Er hat abkassiert, hat keine Arbeit geleistet, meldet sich nicht mehr, hat die Website offline genommen. Young Alpha, der Ehrenmann, meine Freunde. Junge, der wird so auf die Fresse fliegen damit. Alter, der wird so auf, weil das ja schon übelster Betrug ist. Wenn das seine Masche ist, dass da nichts mehr dann zurückkommt. Das ist so ein heftiger Betrug bei solchen Summen, die dort über den Tisch fließen. Der wird dafür auf jeden Fall krass belangt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass er aufgrund dessen auch in den Knast kann. Vor allem mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass dir einfach ein 12-Jähriger schreibt, dass er den Flirt-Coaching für 100 Euro per PayPal gekauft hat, du selber in diesem Coaching-Video sogar sagst, ja, das ist nicht mein Alter, keine Ahnung, was man da für Tipps geben kann, aber anstatt auf die Idee zu kommen, zu sagen, yo, ey, du bist 12, sorry, so junge Leute coach ich einfach nicht, weil das wahrscheinlich nicht mal rechtens ist, denkt er sich so, nee, Digga, ich behalte das Geld und sag einfach, geh mit ihr ins Kino. Und sprech Ältere an. Also so dreist, seine Zuschauer abzuziehen, weil in dem Moment musst du ja davon ausgehen, dass das halt Fans von dir sind, ist halt wirklich mehr als dreist. Generell diese ganze Academy. Wenn du schon so ein Flirt-Coaching machen möchtest, dann ist das ja an sich in Ordnung. Aber du hast mir 2 Videos gesendet, die insgesamt 4 Minuten gegangen sind. Für 4 Minuten Material, wo du die ersten 2,5 Minuten quasi zu jedem geschickt hast, sind niemals im Leben 100 Euro wert. Dann setz dich doch wirklich mal ein bisschen damit auseinander. Das war halt einfach nur mal wieder eine Seite, wo er einfach nur das schnelle Geld gesehen hat. Zuschauer abzocken, die dir aus welchem Grund auch immer noch hinterherlaufen. Und das ist wirklich mehr als dreist. Die restlichen Pakete auf der Seite. Ich glaube tatsächlich, dass sich niemand das gekauft hat, außer Leute, die halt trollen wollten. Ich glaube, niemand hat sich gedacht, Alter, ich muss mir dringend den Tipp von Yo Olli holen. Und er hat sich dann das Paket geholt. Die sahen so aus. Das nee, da musst du schon das große Paket, das größte Paket musst du nehmen. Dann funktioniert das. Da gibt es dann die richtig krassen Tipps. Geht, kostet 50 Euro und naja, da gibt es halt einfach ein Telefonat, wo du mit ihm telefonieren kannst und er beantwortet dir halt alle möglichen Fragen. Dafür möchte er halt wirklich 50 Euro. Wie lange das Gespräch stattfindet oder wann überhaupt, wurde hier auch nirgendwo erwähnt, um ehrlich zu sein. Beim Coaching 3 und 4 geht es halt darum, wie man die Liebe seines Lebens von sich überzeugt. Eins für Männer, eins für Frauen, obwohl es eigentlich auch das gleiche ist, also da hätte man noch einfach ein Paket für machen können. Was soll ich dazu sagen? Also wenn die Tipps genauso sind wie bei dem anderen Flirt-Coaching, dann aber gute Nacht. Das 5. Code ist gar kein Coaching, da bekommt man nur eine Videobotschaft gesendet, die sehr umfangreich ist. Was umfangreich jetzt genau bedeutet, wurde auf der Seite halt auch nie wirklich erklärt. Und im 6. und teuersten Coaching-Paket bekommt man für 250 Euro 4 individuelle Videos und ein Telefonat pro Woche, um auf Social Media, also Insta und YouTube, bekannt zu werden. Nice Angelegenheit. Warum das Ganze? Danke dir für den Sub. Komplett individuell ist, verstehe ich halt auch nicht so ganz. Ich meine, es gibt halt einfach standardmäßige Punkte, die man einfach einhalten muss und das ist bei jedem so. Aber okay, lassen wir das einfach mal. Wird wahrscheinlich wieder eine Abzocke sein und jeder kriegt genau die gleichen Videos gesendet. Vor allem auch lustig, dass Yo Olli ja selber nicht mal auf YouTube bekannt ist. Also möchte dir jemand, der gesperrt ist und hier gar keine Videos machen darf, dir zeigen, wie du auf YouTube. Versuch die Tipps bei deiner Freundin. Ich merke das schon, die berichtet mir jetzt mal, ja. Der Benjamin hat mir geschrieben. Der versucht sich da aus bei mir. Ja, jedes Mal. Ich denke mir die ganze Zeit, so will er mich verarschen. Aber gut. So geht man dann halt auch mit Streamern, mit dem Alpha Kevin um. Wenn es so ist, dann muss ich sagen, traurige Sache, aber muss ich halt dann so akzeptieren wahrscheinlich. Wenn du bekannt wirst. Das hat ja bei dir schon sehr gut geklappt auf jeden Fall. Generell habe ich von dieser Seite natürlich absolut nichts gehalten. Der Grund, warum Yo Olli halt Weiber klärt, ist halt einfach seine Reichweite. Das ist halt wirklich wahrscheinlich einfach alles. Und vielleicht die Naivität von irgendwelchen jungen Menschen. Trotzdem ist er halt bei weitem nicht in der Lage, anderen Menschen zu erklären, wie man halt Weiber klärt. Und man hat es ja auch im Coaching gesehen, dass da wirklich gar nichts bei rumgekommen ist. Dass ich dafür 200 Euro ausgegeben habe, ist halt schon dreist. Und deswegen habe ich auch den PayPal-Käuferschutz aktiviert. Die Tipps, die ich da bekommen habe, sei selbstbewusst oder verwickel sie in ein Gespräch. Ehre. Bekomme ich halt in jedem YouTube-Video, wo es sich um das Thema Flirten dreht, einfach kostenlos. Und ein Yo Olli wollte Tobi, dafür du hast jetzt halt 100 Euro haben. Vor allem vom Social Media Coaching würde ich wirklich die Finger lassen, denn dafür gibt es ja den Kanal Erfolgreiches Denken. Die besten Tipps, um auf YouTube und Co. erfolgreich zu werden, gibt es halt einfach im Internet. Da gibt es einfach viele einfache Dinge, an die man sich zu halten hat. Und da bringt es auch nichts, sich so ein Coaching zu kaufen. Wenn du halt der komplette Depp bist, dann bist du auch mit den besten Tipps ein kompletter Depp. Da ändert sich nichts dran. Insgesamt ist das halt einfach nur eine komplette Abzocke von Yo Olli. Die Seite ist ja, wie gesagt, halt auch gar nicht mehr online, also die war, glaube ich, auch nur einen Monat oder sowas verfügbar und man hat, wie gesagt, nicht mal das bekommen, was man sich da gekauft hat. Ich persönlich finde das halt einfach super dreist. Ich meine, du hast eh noch kaum wirkliche Fans und die letzten, die Geld für dich ausgeben, werden auch noch so ekelhaft abgezogen. Geht meiner Meinung nach wirklich gar nicht fit. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Auf jeden Fall soll man hier lernen, wie man erfolgreich mit Pflaumen für... Auf jeden Fall soll man... Oh Mann.